Kindberg, die Stadt mit Herz, hat den Zunftbaum als Wahrzeichen. Viele Arbeitsmöglichkeiten, Freizeitangebote und fast 9000 Einwohner. Daher ist auch das Gesundheitssystem ein wesentlicher Faktor, der mit heutigem Datum, 15. Mai 2024, im Rahmen eines Pressegesprächs mit einer sehr interessanten Information aufhorchen lässt. Die Überschrift lautet: ÖGK Steiermark initiiert Gesundheitszentrum Kindberg zur Stärkung der Primärversorgung. Für den Bürgermeister von Kindberg natürlich sehr, sehr spannend, dass die ÖGK sich entschieden hat, hier in Kindberg ein Gesundheitszentrum zu betreiben. Das ist etwas Neuartiges, das ist jetzt auch nur für Kindberg vorgesehen, aber es ist für mich als Bürgermeister, macht mir das stolz, dass man da dahinter steht seitens der ÖGK. Es gibt ja eine ÖGK-Stelle in Kindberg, aber das Zentrum sollte dann die Erweiterung erfahren, indem das Allgemeinmediziner dazukommen, mindestens 2 Vollzeit-Äquivalente zum Start und dann vielleicht noch Ausbau, vielleicht der Kinderarzt dazu, vielleicht dann noch den ein oder anderen Therapeuten dazu, aber so kann das wachsen. Und die Möglichkeit hier in Kindberg ist ja über das Volkshaus, wo ja die ÖGK bereits drinnen ist mit dem physikalischen Ambulatorium, auf jeden Fall mal gegeben, wobei es noch weitere 2 Standorte gibt, die auch zur Auswahl stehen. Die ÖGK Steiermark übernimmt als Träger eine zentrale Rolle. Der Grund dafür ist die Versorgungslage. Es braucht neue Lösungen. Die ÖGK hat sich entschlossen, in Kindberg erstmalig, und das gilt für ganz Österreich, ein Primärversorgungszentrum selbst als Ambulatorium, als eigene Einrichtung zu betreiben. Was ja so ein Primärversorgungszentrum üblicherweise von 2 oder 3 Ärzten und Ärzten, die selbstständig ein Unternehmen leiten, mit zusätzlichem medizinischen Angebot, physikalische Therapie, Psychotherapie, Angebote für ältere Menschen betreibt, wollen wir erstmalig das selbst als eigene Einrichtung hier machen. Der Grund dafür ist ganz einfach, wir haben Probleme, Vertragspartner zu finden, und wir wollen unserem Versorgungsauftrag in der Region nachkommen, und wenn es da mit den klassischen Methoden nicht geht, müssen wir einfach bereit sein, neue Wege zu beschreiten, und das ist so ein neuer Weg. Auch die steirische Politik befürwortet bzw. fördert dieses Vorhaben. Ich glaube, wir müssen neue Wege gehen, und da sind diese Gesundheitszentren, Primärversorgungszentren, wo mehrere Ärztinnen und Ärzte gemeinsam für die Gesundheitsversorgung in der Steiermark tätig sind, ein ganz toller neuer Weg. Und ich bin sehr froh, dass es uns jetzt auch gelungen ist, gemeinsam mit der österreichischen Gesundheitskasse, gemeinsam mit der Gemeinde dieses Primärversorgungszentrum jetzt einmal in Kindberg zu initiieren. Was noch fehlt, ist Ärztinnen und Ärzte, die hier auch tätig sein wollen. Bin aber guten Mutes, dass uns das gelingen wird. Es gibt bereits derartige Einrichtungen, die sehr positiv bewertet werden. Ja, wir haben in der Steiermark jetzt 14 Gesundheitszentren bereits in Aktion, wollen ausbauen bis zu 30 im nächsten Jahr. Und ich war jetzt auch in der Steiermark in vielen dieser Gesundheitszentren bereits unterwegs. Ich muss sagen, die Rückmeldung sowohl der Patientinnen und Patienten, was Öffnungszeiten, Erreichbarkeit und dergleichen betrifft, sind positiv. Aber auch die Ärztinnen und Ärzte, die in diesen Zentren tätig sind, geben durchwegs positive Rückmeldung. Und so hoffe ich, dass das auch einen gewissen Werbeeffekt hat für andere Zentren, dass sich Ärztinnen und Ärzte bewerben, hier mitzutun. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, frage ich nochmal nach. Es geht in diesem Zentrum nicht um Fachärzte. Richtig, das ist allgemeinmedizinisch ein Hausarzt, ein Praktiker, beziehungsweise 2 Praktiker ist hier vorgesehen für 2 Vollzeitäquivalente, aber ergänzt durch medizinisches Fachpersonal, beispielsweise physikalische Therapien, Psychotherapien, Ergotherapien sind möglich, gewisse Angebote für Familien, Beratungsangebote, vielleicht auch etwas in Richtung Sozialangebote, wenn wir schauen, dass wir mit der Gemeinde, Sozialberatung mit der Gemeinde gemeinsam vielleicht etwas machen können. Und dieser Mix, dieser Fächermix führt dazu, dass es zu wesentlich mehr abgeschlossenen Behandlungen kommen und die Menschen weniger oft dann zu einem Facharzt müssen oder in eine Spitalsambulanz müssen. Der Plan ist längstens ein Jahr bis zur Verwirklichung, und Kindbergs Bürgermeister Christian Sander ist optimistisch.
Ja, Ärzte sind eingeladen. Wenn Sie allgemeine Mediziner sind, kommen Sie nach Kimberg. Wir sind eine wachsende Region. Bei uns stellt sich die Umwelt sehr, sehr positiv dar. Links und rechts, wenn man rausgeht, ist grüne Wiese und gibt es Berge. Und ich glaube, wir sind auch zukünftig gut aufgestellt. Es findet einiges in unserer Region statt. Wenn man denkt, dass in ein paar Jahren der Semmering-Basistunnel fertig ist, dann ist man von Kimberg aus unter einer Stunde mit dem Zug in Wien. In Graz ist man sowieso in 45 Minuten. Also wir werden schon langsam immer mehr ein Zentrum. Also herzliche Einladung an alle Allgemeinmediziner, nach Kimberg zu kommen. Kontakt über die ÖGK oder direkt bei mir. Ich habe auf jeden Fall für jeden, der will, gerne sofort Zeit.